Hallo zusammen, hier sind wieder Sven und Winfried. In den letzten beiden Videos waren wir in Karlstein-Dettingen unterwegs. Wir hatten uns dort die expressionistische Kirche St. Petrus und Paulus angeschaut, sowie die alte Wallfahrtskirche St. Hippolyt. In dieser Folge sind wir nun in Karlstein-Großwelsheim unterwegs. Wir besichtigen die Kirche St. Bonifatius. Wir zeigen euch hier den Ausschnitt aus einer Landkarte aus dem Jahr 1592. Die Schreibweise der Ortsnamen ist altertümlich. Im Uhrzeigersinn sehen wir Hörstein, Dettingen, Klein und Großwelsheim. Anfang des 20. Jahrhunderts war Großwelsheim noch ein kleines Dorf. Kirchlich gehört es zu Hörstein und wurde von einem Kaplan versorgt. Großwelsheim besaß eine kleine Kirche aus dem Jahr 1854. Eine eigene, größere Pfarrkirche erhielt der Ort erst im Jahr 1927. Zu Beginn unseres Videos wollten wir euch eigentlich einen schönen Blick von der anderen Mainseite auf die Kirche St. Bonifatius zeigen. Mittlerweile sind jedoch beide Mainufer völlig zugewachsen. Die St. Bonifatius-Kirche mit dem markanten Kirchturm wurde von Architekten Dominikus Böhm gebaut. Böhm hatte zuvor bereits die Kirche in Karlstein-Dettingen errichtet.
Schmuckstück der Kirche ist eine spätgotische Holzfigur, die Maria mit dem Jesuskind zeigt. Das Gemälde über dem Hochaltar stammt von Alois Bergmann Franken. Es handelt sich hier um einen sogenannten Gnadenstuhl. Der sitzende Gottvater hält den gekreuzigten Jesus in den Händen. Im zweiten Teil unseres Videos beschäftigen wir uns noch etwas mit dem Künstler Alois Bergmann Franken. Wir schauen uns den Kreuzweg an, den er auf dem Erbig am Rande von Aschaffenburg-Schweinheim gestaltet hat. Thank you.
Jahr 1958 schuf Bergmann Franken im Innenhof der evangelischen Pauluskirche ein Mosaik im Gedenken an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Das Leinreiter-Mosaik findet sich im Aschaffenburger Ortsteil Leider. Es erinnert an die Zeit, als Lastkähne noch mit Pferden flussaufwärts gezogen wurden. Zum Abschluss unseres Videos besuchen wir noch das Grab von Alois Bergmann Franken auf dem Friedhof in Gladbach.
Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würden wir uns freuen.